Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Elite Dangerous. Da ist er, unsere Sidewinner ist unser Startschiff. Wir haben auch Startgeld, 250.000 Credits. Da können wir auch gerade mal nach oben gehen, bevor ich jetzt ins Schiff einsteige. Ja, Kampftraining, Flugtraining ist jetzt vorbei. Ich hoffe, die Folgen bis jetzt waren so ganz okay für euch. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wie gesagt, ich wiederhole mich da auch gerne nochmal. Hätte ich nie gedacht, dass mir auf einmal Elite Dangerous so krass Spaß macht. Aber es macht mir wirklich mega Spaß. Und ich denke mal, wir werden das auf jeden Fall jetzt deichseln. So, Abflughalle. Ich sehe auch gerade, FPS-technisch funktioniert besser. Nicht, weil ich eine neue Grafikkarte habe, sondern weil ich jetzt meine Grafikkarte notgedrungen ein bisschen overlocket habe. Ich habe ein bisschen getuned. Musste ich halt mal. Ich habe den MSC Afterburner habe ich dafür benutzt. Weil ich aktuell natürlich keine Möglichkeit dafür, jetzt noch einen neuen CPU oder Mainboard oder Grafikkarte. Deswegen mache ich das jetzt so. Und dann geht es jetzt hier in der Abflughalle, bin ich gerade bei 50 FPS. Ja, 45 bis 50 FPS, ihr seht es ja selber. Ich glaube, das müsste ja in-game mit aufgenommen werden sein. Ja, dann geht es ja eigentlich. Gut, ich spiele natürlich jetzt nicht mit maximalen Grafik. Also ich habe ein paar Sachen jetzt, denke ich mal, nicht so. Wir schauen kurz mal rein. Also Anzeige ganz klar, da bleibe ich auf jeden Fall bei 2K. Das ist für die Augen auf jeden Fall angenehmer. Hier soweit. Qualität. Ja, ja. Da brauchen wir kein Ultra. Ich versuche gerade bei den Schatten, weil Schatten immer so viel ziehen, da mal ein bisschen zu sparen. Blue mag ich eigentlich nicht so wirklich. So als nur als Effekt an sich. Unschärfe sowieso absolut gar nicht. In Spielen stelle ich immer aus. Ja, die Leisen gehe ich gar nicht erst hoch. Super Sampling. Kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aus, was das dann hier so macht. Und Hochskalierung übrigens auch nichts. Da kenne ich mich auch absolut nicht aus. Umgebungsverdeckung stelle ich auch meistens immer runter. Und da habt ihr mal ein bisschen so einen Überblick. Klar würde ich auch gerne alles maximal zocken, aber man kann ja auch nicht alles haben im Leben, Leute. Ja. Lassen wir mal alles so. So, dann gucken wir aus dem Fenster. Sieht doch sehr schön aus hier. Chamberlain's Rest sind wir halt. Da startet jetzt unser Free Roaming. Ja, diesmal nicht, denn ich habe mir nämlich was gedacht. Ich möchte ja so eine Art neues Let's Play jetzt machen, auch ein bisschen spannender, besser, motivierter als das letzte von Elite Dangerous. Und ich werde ab und zu in Let's Play Folgen in dieser Let's Play Reihe Livestreams einbauen, aber nicht mehr so oft, wie ich das früher gemacht habe, sondern ein bisschen weniger. Mehr Let's Plays machen, in diese Let's Plays aber Follower, also Abonnenten von meinem Kanal, die auch Elite spielen, mit einladen. Und ich habe auch jemand eingeladen, der müsste auch, wir gucken mal bei Sozial, der ist auch online und zu dem werden wir gleich stoßen. Ich richte das gerade alles ein, auch dass ich mit dem dann über Discord spreche und dann mache ich gerade hier einen Cut und sehen wir uns gleich wieder. So, und wie angekündigt habe ich jetzt Kadett Nenelia hier, das ist der liebe Ramirez. Ramirez, sag mal hallo. Hallo. Sehr gut. Okay, dann können wir loslegen. Also die Aufgabe war hier oder was? Genau, also du siehst hier das Terminal da zu unserer rechten oder linken. Genau, das gehst mal ran. Mhm. Und jetzt schaust du mal am schwarzen Brett. Und dann siehst du, ganz rechts ist dann Beschaffung. Ja. Und wenn du da drauf gehst, dann müssten eigentlich Missionen sein, die sind eigentlich immer ganz oben. Raub zum Beispiel, beschaffe Lazarus aus einem Versteck. Verdeckte oder, Diebstahl? Nee, also da, im Grunde alles, was mit Versteck ist. Oder hast du die Mission jetzt nicht? Ich sehe verdeckter Diebstahl, sehe ich jetzt. Versteck steht jetzt wortwörtlich hier nichts bei mir. Okay, dann hast du wirklich andere Missionen als ich. Das ist ja interessant. Ach so, nee, das ist nicht interessant. Ich glaube, das liegt daran, an dem Rang liegt das. Ja, aber ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe natürlich hier, in diesem System war ich halt noch gar nicht. Ne? Aber es wird wahrscheinlich, könnte auch der Grund sein. Ja. Aber es macht ja eigentlich nichts. Wir fliegen ja zusammen, dann nehme ich die jetzt an. Genau, nimm du die an. Genau, dann fliegen wir da zusammen. Sehr gut, machen wir so. Nehmen wir beide an. So. Wir müssen jetzt noch einen Wing machen, das ist auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Kein Problem. Ah, das geht glaube ich gar nicht. Das müssen wir im Schiff machen. Ja, klar, gehen wir ins Schiff. Sehr gut. Achso, ja, genau. In Cyberpunk spielt tatsächlich eine Frau, aber weil die Community das so entschieden hat. Mhm. Die wollten das so. Ich spiele in Spielen nicht nie mich selbst. Insofern. Ja. So, Tschüssikowski. Bis gleich. Bis gleich.
Das ist mein super Schiff. Ich sage auch gerade den Leuten gerade mal, was ich jetzt gemacht habe mit dem Schiff. Ja. Dann gehe ich gerade mal an den Board. Also der Plan war eigentlich, dass Ramirez und ich jetzt irgendwie 50 Lichtjahre fliegen. Und deswegen habe ich ein bisschen an meinem Schiff jetzt gerade gearbeitet. Hier an Chamberlain's Rest noch, sonst habe ich jetzt nichts gemacht. Deswegen gehen wir lokal Dienst. Ich zeige euch das jetzt mal in der Ausstattung. Und zum Beispiel hatte ich bei... Das sind Hammers, intern optional. Hier zum Beispiel einen Schildgenerator, den habe ich rausgehauen, weil mit dem Schiff werde ich jetzt erstmal nicht kämpfen. Und der hat nämlich auch Gewicht weggenommen, den habe ich dann verkauft. Und dadurch hatte ich hier auch, habe ich hier Boni beim Sprung bekommen. Und habe mir auch, genau, den Treibstoffsammler, holt euch den am Anfang an, damit ihr, wenn ihr keinen Treibstoff mehr habt oder so, irgendwo stecken bleibt oder so, dass ihr euch Sonnen wieder auffüllen könnt. Und ich habe mir einen besseren Frameschiff-Antrieb geholt. So, das reicht jetzt auch erstmal. Und dann machen wir jetzt erstmal die Mission, nur dass ihr schon Bescheid wisst, weil dadurch habe ich auch noch ein bisschen hier was rausgeholt, weil ich stand normalerweise bei 7 Lichtjahre oder so. Jetzt kann ich zumindest schon mal 15 Lichtjahre springen hier unten. Das macht schon mal einen Unterschied. So, ich komme dann nach oben, gell? Jupp. Sehr gut. Achso. Und. Genau, los geht's. Sehr schön. Willkommen in Chamberlain's Rest. Ich beobachte mich gerade mal im Cockpit, wie ich so aussehe. Oh Gott. Die Narbe. Sehr schön. Dann ist ein anderer Sektor. Mal gucken, wo ich dich finde. Weil das ist das erste Mal, dass ich hier mit einem Wingman fliege. Oh, sieht schon mega gut aus. Ich bin auch froh, dass das jetzt mit dem MSC Afterburner ein bisschen hier besser läuft, auch in 2K. Es sieht halt optisch einfach, also nochmal 100% besser einfach als 1080 Pixel zu spielen. Das stimmt. Also du wirst mir hier unten angezeigt, gell? Da ich bist kann dich auch sehen, ja. Du bist hier drin, gell? Du bist hier in dem Bauch, bist du drin von dem Hangar, ja genau. Da warte ich mal, bis du gestartet bist. Die Oma braucht noch ein bisschen. Das war mal so von der Außenansicht. Ist zwar nicht so schön in X4 gemacht, weil es halt nicht dafür gedacht ist, in Dangerous halt eine Außenansicht zu fliegen. Man kann es halt auch so machen. Und dann kann man halt so auch schöne Screenshots machen. So, jetzt bin ich draußen. Schauen wir mal, wo da ist, der Keks. Da bist du. Ja, perfekt. Okay. Sehr schön. Der fliegt mit der Cobra, ne? Ja. In Team einladen? Teamanfrage habe ich dir gestellt. Oben links im Sozialmenü. Ich weiß, was das jetzt genau ist. Mein Stuhl macht wieder Geräusch hier. Schade, kann ja, das ist es. Genau. Perfekt. Dann kannst du, dann können das nur die Leute machen, die in der Ring sind. Ach, jetzt höre ich dich doppelt. Oje. Ach, weil wir über Discord reden. Ach so, man muss sogar noch nicht mal. Da warte mal, dann kann den Sprachchat können wir dann deaktivieren. Wir sind ja im Discord. Aber jetzt habe ich dich drinne. Perfekt, jetzt funktioniert's. Alles klar. Gut. Ja, bitte? Ich weiß nicht, kannst du jetzt sehen, wo ich hinfliege? Warte mal kurz. Also ich sehe oben Nelia. Also ich mache jetzt den Sprung. Ich sehe dich perfekt. Ich kann jetzt überfolgen. Du müsstest mir normalerweise auch sehen, also müsstest mich auch im Hyperantrieb sehen können. Das ist eben das Coole. Und dann kannst du mir quasi auch so folgen. Aber ich lasse mich erstmal in Hyperdrive gehen. Bereit zum Sprung. 4, 3, 2, 1. So, ich bin jetzt da, ich hole dich jetzt nochmal wieder ins Team rein. Okay, bist du jetzt im nächsten System, also in dem Zielsystem? Ein Team einladen, jetzt habe ich nochmal ins Team eingeladen. Ja, ich bin jetzt in deinem System.
Alles klar. Genau. Dann wirst du wahrscheinlich, also Flieger weit einfach in meine Richtung. Ja, yeah, ich bin auch gleich bei dir. Also jetzt hole ich dich rauf, weil du stehen geblieben bist jetzt. Ja. Nee, ich warte auf dich, ne? Quasi, genau. Ja, ich bin auf jeden Fall bei deinem Planeten jetzt. Und du bist auf der dunklen Seite, gell? Richtig. Ja. Ich bleib mal in der Luft, bis du bei mir bist. Orbitalflug aktiviert. Da bist du ja. Ja. Supi. Gott sei Dank. Also. Dann setz dich mal zur Landung an. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sagen, aber es kann schon sein, dass hier Feinde jetzt auftauchen, ne? Ja. Aber das ist mir in letzter Zeit nicht so oft passiert, oder eigentlich nie. Ja, okay. 25 Kilometer bist du entfernt, da bist du. Fliege ich mal zu dir. Ah, und übrigens das mit den unten Systemen verteilen, gell? Mit diesen Punkten unten rechts, gell? Antrieb und Waffen. Also es geht mit den Pfeiltasten bei mir. Das ist ja wahrscheinlich so voreingestellt, ne? Cool, und ich kann es hier die ganze Zeit wechseln, ja. Das ist natürlich mega geil. Dass ich das auch mal jetzt weiß. Ja, das ist super wichtig. Also gerade wenn du mit dem Schiff kämpfst, so, ne? Also wenn da ein Schiff angeflogen kommt, dann... Sorry. Es tut mir leid. Was denn? Bei der Push-to-Talk-Taste ist die Taste fürs Raketenabschießen im SRV. Oh, ist Rakete abgeschossen, was? Ja, wäre das schon. Oh. Alles gut. Ja, man sieht halt bei unten jetzt nur Schild habe ich, gell? Klar, weil ich ein Schild verkauft habe. Oh gut, halb so wild. Mit dem Schiff werde ich erstmal nicht kämpfen, da werde ich jetzt erstmal nur... Wenn du gesagt, wenn du den Kram, der in den Containern ist, wenn du das gleich da rausholst, dann kannst du, wenn du willst, genug Geld machen. Ist das eine leere Station oder sind da NPCs unten? Das sind keine Stationen, das sind einfach, das ist ein Versteck. Das sind da drei Container. Wie geil, okay. Ja, ich glaube, das sind so Missionen, die kriegst du erst, wenn du höheren Rang hast bei den Fraktionen. Ich bin aber eigentlich gar nicht so hochrangig. Also ich glaube eher, dass es Zufall ist. Ich glaube, also ich weiß, dass die Missionen nicht immer verfügbar sind. Ne? Es kann also sein, dass das bei dir später geht. Ich habe auch jetzt nicht so viele Odyssey-Missionen gemacht. Was ich ja prima mache, ist einfach wild rumfliegen und einfach so Verstecke suchen. Und ich habe jetzt auch halt rausgefunden, dass es dazu auch Missionen gibt. Und dann brauchst du die halt nicht mehr suchen, sondern nimmst einfach die Mission an. Und dann ist es halt leichter. Ah, da bist du ja. Ja, das sieht doch geil aus. Wenn man jetzt sich so mit den Scheinwerfern, ich habe jetzt mal das HUD ausgemacht. Ich stelle mir das schon geil vor, weißt du, so zu zweit auch so richtige Kampfmissionen machen. So einer fliegt so einen Bomber und bombardiert so eine ganze Siedlung oder so und der andere, was ich mache, dann die. Du bist mit deinem Fahrzeug draußen, gell? Ja, das steht draußen. Ich stehe aber draußen. Guck mal hier, das kannst du später dann in Aufnahmen sehen, wie ich hier über dir fliege. Ich schieße auch gerade. Das sieht schon nice aus. Hast du gerade Schaden genommen? Nichts registriert zumindest. So, jetzt muss ich gerade überlegen, Fahrwerk, wo habe ich das nun hingelegt? Welche Taste? Genau, Nachtsicht machen wir wieder an, damit ich hier was sehe. Da unten sehen wir dich rumlaufen. Das ist halt das Problem, wenn man jetzt nicht mehr... Ne, C war Waffen. Ah, X war Fahrwerk, ich habe es auf X gelegt. Okay, automatische Landung läuft. Können wir mal einen kleinen Test machen gleich?
Ja, was denn? Ich würde es gerne mal probieren mit dem SUV, dass wir mal beide da einsteigen. Ja, klar, können wir machen. Okay, cool. Also wir können ja erstmal den Kram hier ausräumen. Oder du. Ich nehme mal ein paar E-Bridges mit, weil du hast ja natürlich auch jetzt kein Werkzeug und so dabei, ne? Logischerweise. Aber ich habe alles dabei, alles gut. Komm mal zu mir, bitte. Ich bin schon unterwegs, keine Ah, Sorge. da bist du ja. Nee, das ist ein Toter. Schon gut. Das ist ja ein cooles Fahrzeug hier. Ja. Naja, das ist ganz nett zum Kämpfen, ne? Und das vor allen Dingen, das hat eine relativ stabile Lage. Das andere Ding, das springt zu viel rum. Ja. Und das Ding ist viel stabiler. Das hält auch ein bisschen mehr aus als der andere. Dafür hat das Ding weniger Laderaum und hat keinen Scanner, also keinen Mineralscanner. Okay. Cool. Ja, auf irgendeiner Taste konnte man auch noch die Waffe wegstecken. Jetzt habe ich sogar B was? Nee, was war ein B? Auf B zeige ich? Okay. Also ich habe es auf die F-Tasten gelegt. Du kannst dann kontextsensitiv irgendwas anzeigen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier hin zeigen und jetzt müsstest du das sehen können, wo ich Bei hingezeigt U. habe. Ah, bei U habe ich Waffe wegstecken. Gut. Siehst du das? Erstmal wieder R. Das Viereck da hinten. Was für ein Viereck? Kannst du das nicht sehen? Und wenn ich auf dem Boden nicht das hinzeige, siehst du das Viereck nicht? Doch, da unten, ja, was da? Ja, genau. Damit kann ich halt was zeigen. Ich kann zum Beispiel sagen, guck mal, dieser Container hier, Ach so, ja, okay, genau, gut, ne? gut. Ah. Genau, und diesen Container, die sind halt immer verschlossen. Und das Panel kann man ja aufschweißen, das ist mal so ein Maverick-Anzug dran. Oh, hier liegt Also. jemand im Sand. Ja, das ist die Dinger immer. Das ist Die normal. liegen da immer, so. Ja, was Es dann? ist, also, du hast ja hier diesen Container. Da sind halt Kann ich den noch in die andere Luft Container. jagen da? Bitte? Ist so brennbar explosiv. Kann ich das in die Luft jagen? Das ist rot, ja. Das ist eine Regel im Gaming. Dann gibt es. So eine Wegmann, genau, so eine So. goldene Regel. Richtig. Sehr gut. Okay. An die Container jetzt? Ja, genau. Aufbrechen. Kannst du wahrscheinlich nicht, ne? Ach, ich stimmt. Ich hatte ja nur im Tutorial hatte ich den AK-Cutter, jetzt habe ich den gar nicht mehr. Genau. Ach, Mann, Du da. hast ja zwei Möglichkeiten. Also ich nehme immer E-Breaches mit, muss aber aufpassen, die darfst du natürlich nicht mitnehmen, wenn du gescannt wirst, aber hier ist ja niemand. Ja. Du kannst das Ding natürlich auch rausschweißen, aber ich bin halt faul, ich nehme einfach das E-Breach, mach das Ding auf, so, dann kannst du den Kram jetzt rausholen. Cool. Plündermission. Ja, die Mission ist mir eigentlich egal, ich will ja nur das Versteck finden. Verbotenen Gegenstand nehmen. Ja, das und das Zeug da, was du da siehst, das ist richtig viel wert. Dann rückst du halt nun verbotene Gegenstände, die dir bei einem Scan entdeckt werden. Achso. Ich kann sogar nur 5 mitnehmen. Oh, ich bin schon voll. Da muss ich Das die ist Sachen scheiße. erstmal ins Schiff bringen, oder? Da musst du dir ein Schiff bringen, ja. Das sind nur Granaten, aber das soll ich alles einsammeln und das müsste so 3 bis 5 Millionen Credits wert sein. Ich passe da ein bisschen auf, falls, aber ich glaube, es kommt keiner mehr. Ich kann da schon mal die anderen Sachen aufschweißen. Jetzt müsste ich doch alles ins Schiff gepackt haben, oder? Wenn ich jetzt richtig Du gemacht habe. kannst entweder das manuell übers Inventar machen, wenn du in diesem Lichtkegel stehst, oder du steigst einfach an und wieder Fassungsvermögen, aus. Fluganzug 5. Genau, ich kann sowieso nur 5 Sachen mitnehmen. Ja, genau, dann passt. Ja, Ist wieder leer. ich glaube, ich kann dir leider nicht helfen, weil da habe ich das in meinem Inventar. Nee, ja, ist gut, soll's ja auch nicht. Irgendwas tun musst du ja auch dafür. Genau, irgendwas muss ich auch noch hier tun. Wieder voll, wieder zurück. Ja, schon krass, gell? Wenn man hier so überlegt, dass man hier auf so einem Mond einfach so rumläuft. Ja, vor allen Dingen, das ist halt 1 zu 1 Größe. Ne? Die sind ja Ja, Mond ja. Starset, das sind ja nur ein Zehntel. Das Ob das ist ja jetzt Sinn schon. macht, weiß ich nicht, aber cool ist es trotzdem. Schon Wahnsinn. Und die können wir dann im Anarchie-System verkaufen, oder? Die Sachen? Ja, richtig. Cool. Wie weit ist denn das nächste entfernt? Wie viele Lichtjahre?
kann ich dir nicht genau sagen, aber das ist nicht viel. Das sind. Kriegen wir das, was du vorhin schon gemeint hattest? Das kann sein, dass es das ist, aber ich glaube, da ist noch eins näher. Das ist aber ein, zwei Sprünge oder so. Was glaubst du, was würden die sagen, wenn die. Hä? Ich kann gerade nichts aufnehmen. Hey, ich habe doch leer gemacht. Oh, ach, belastend. Zum Schiff. So, jetzt ist alles offen. Ich habe doch definitiv alles reingepackt. Hä? Ah, ich glaube, ich habe nicht bestätigt den Transfer. Oh. Das, ja, das ist mir am Anfang auch mal passiert. Oh Mann. Du kannst auch, warte mal. Hier ist alles. Du kannst ja mal versuchen. Ist das wieder eine Rakete abgeschossen? Du kannst ja mal versuchen. Was kann ich versuchen? Mein SRV zu benutzen. Dann kannst du da mal hin und her fahren. Weiß nicht, ob es geht. Bin mir nicht sicher, ob du da einsteigen kannst. Du bist schon soweit glücklich mit deinem Geld und mit deinem Schiff oder was? Nee, also ich bin auch am Geld verdienen. Also ich habe ja gesagt, ich wollte mir eine Anaconda holen und dann die voll auf Exploration finden. Das sind so, dafür brauche ich ca. 400 Millionen. Ah, okay. Dafür mache ich den Kram ja hier. Nee, meine Cobra mag ich. Ich finde das Schiff cool. Kannst du da einsteigen? Und ein Schiff? Nein, in die in den SRV. Guck ich mal. Ja, kann ich. Cool, warte mal. Ich bin hier auch drin. Im Geschütz oder wo bist du jetzt? Ja, ich bin jetzt im. Bumm. Cool. Warum fährt denn eigentlich nicht los? Warte mal, ich kann glaube ich auch. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich in den Geschützturm gehen. Ach, da wird mit einer anderen Taste gesteuert, die Geschwindigkeit. Oh, sehr gut zu wissen. Sehr gut, dass sie mir das auch mal sagen. Muss ich gerade für eine andere Taste drücken? Okay. Oh mein Gott, der ist aber auch schnell. Ich will jetzt nicht nur in einen Krater hier reinfliegen. Ich kenne die Oberfläche hier nicht. So, jetzt bin ich. Jetzt kannst du schießen. Ja, genau. Können wir, glaube ich, eine Station können wir dann plündern gehen, ja. Also mit Piraten. Ja, das, wenn sie nicht allzu stark sind, geht das. Okay, dann raus hier. Reicht jetzt. Sehr gut. Ah, ist wirklich schnell, das Vieh. Was haben wir denn hier? Achso. Plündern mal das kaputte Ding hier. Ja, mit dem Plündern kann man ungefährlich eigentlich dann schnell Geld machen, gell? Ja, das ist easy. Cool. Ich würde sagen, wenn du es kontinuierlich machst, brauchst du für eine Stunde, hast du ungefähr 20 bis 50 Millionen. Ja. Je nachdem, was du findest nicht immer den gleichen Kram. Aber du hast eigentlich immer pro Run zwischen 1,5 und 5 Millionen. Und die Missionen werden alle 10 Minuten aktualisiert. Ach nee. Ach. Muss ich auch nicht abschließen. Also es geht ja nur darum, dass du diese Verstecke findest. Ne? Jetzt bin ich leider an Bord gegangen. Da schnell raus hier. Ja, ist irgendwo schon ein schönes Spiel, Little Dangerous. Es ist halt ein Sandbox-Spiel, ne? Aber wie gesagt, halt viel Potenzial eigentlich noch, Luft nach oben. Ja, das ist so.
diese Komponenten, die man in hier plündern kann, zum Beispiel von diesem SAV oder von diesem Frachtgestell, was hier rumsteht, das lohnt sich auch, das mitzunehmen. Denn wenn du deine Anzüge, wenn du die mal besser machen willst oder deine Waffen verbessern willst, dann gibt es da eine Menge Materialien zu finden, wie zum Beispiel diesen Frachtgestell. Hier, ich zeig dir mal drauf. Genau, deswegen musst du ja auch auf Station immer alles plündern, gell? Die Schränke, die Truhen, alles, gell? Genau. Mhm. Dann kannst du nämlich leichter deinen ganzen Stuff upgraden. Das ist schon sinnvoll. Gerade wenn du, ich weiß nicht, ob du mehr Odyssey-Kram spielen willst, macht das schon Sinn. Hast du bessere Rüstung. Du kannst nämlich auch so Ingenieure finden, die können dir dann auch Schalldämpfer auf deine Waffen bauen oder irgendwelchen anderen Kram noch oder deine gerade Tragefähigkeit erhöhen. Ja. Und für die brauchst du eben spezielle Materialien. So, alles eingesammelt. Fahrzeugbürste gerade rüber. Sehr schön. Ins Schiff und schon mal nach oben. So, dann müssen wir ein bisschen weg. Was für Sperre haben wir noch? Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Hast mitbekommen, wohin müssen, ne? Das gerne nochmal wiederholen. Einfach Lobizess, also L-O-B, also L-O-B. Wie viele Sprünge sind das? Also wie viel machst du? Das weiß ich nicht, also für mich sind es glaube ich 2 Sprünge. Wie viele Lichtjahre? Ich glaube 12 oder 3, 12. Nee, weiß ich nicht, muss mal gucken. Kannst ja dann da auch am besten gleich einen Maverick-Anzug oder einen Anzug oder 2 Anzüge kaufen. Wenn du damit schon mal ausgerüstet bist. Und E-Breaches würde ich auch ein paar kaufen. Die sind auch immer ganz gut. Ja, klar, auf jeden Fall. Natürlich. Da habe ich aus dem Hyperdrive geholt, aber wie gesagt, da müsste ich eigentlich locker hinkommen. Mein Schiff ist nicht gerade auf Kampf ausgerüstet. Ich habe nur Raketenwerfer drauf für den Bodenkram. Also es ist sinnlos, dagegen zu kämpfen. Der greift mich auch gar nicht an. Der hat mich nur gestoppt und mein Dings geguckt. Nimm mal die Teamanfrage an. Okay, ach so, du bist rausgeflogen wieder. Mhm. Übrigens, du sagtest ja vorhin Kadett. Das heißt nicht Kadett, sondern Kommandant. Ja, stimmt. Ja, genau. Sorry. Stimmt. Schmitz Landing. Okay, bin da. Ja, jetzt musst du nur noch zur Bar gehen und den ganzen Kram verkaufen. Mhm. So, Mama kann mal automatisch landen. Da muss ich jetzt auch nicht mehr viel machen.
Antriebe deaktiviert. So. Jetzt ist die Frage, kann ich auch von meinem Schiff aus verkaufen oben beim Händler? Muss ich das jetzt alles reinpacken? Nein, du musst einfach jetzt aus dem Schiff aussteigen und zur Bar gehen. Das gut. Greift auf so ein globales Inventar zu. Ne? Perfekt. Das geht auch nicht verloren, wenn dein Schiff kaputt geht. Oh, sehr das heißt, gut. Das, ja, das ist, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Mhm. Irgendwo in einer anderen Dimension. Sehr gut. Tada, tanzen wir den Cha-Cha-Cha. Ah, da rennt er ja. Hallo. Hallo. Da. Finger an die Nase. Da. So, dann gehen wir mal hier zum Barkeeper. Verkauf anzubieten? Ich möchte einen Gegenstand verkaufen. Wenn Sie Waren haben, habe ich Credits für Sie. Biochemischer Wirkstoff. Illegal. Oha. Ah. Schnur? Nee, Schnur, sowas will ich behalten. Das sind doch Herstellungsgegenstände, gell? Nee, das sind alles Drogen. Eine Schnur? Nein, das ist schlecht übersetzt. Das ist keine Schnur. Das ist einfach. Was? Keine Ahnung, wie das im Englischen heißt. Push und Lazarus auch, oder was? Ja, das sind alles Drogen. Achso. Waffenpläne, soll man die behalten, oder? Ach, nee, verkauf mal ruhig. Solange du findest die immer wieder, auf diese Art und Weise, wie du es gerade gemacht hast, ja. Findest du den Kram immer wieder. Ich würde erstmal alles verkaufen und dann kaufst du erstmal ein vernünftiges Schiff und vernünftigen Anzug, klar, ein paar Waffen und dann kannst du richtig loslegen. Mein Gott, jetzt habe ich aber Geld hier bekommen. Wie viel ist mal rausgekommen? Aber wenigstens nicht geschiedet, sondern fair gespielt einfach. Finde ich gut. Müsste ich nochmal nachgucken. Habe ich noch einen Überblick jetzt, wenn ich jetzt hier Grafen kaufen möchte? Was hat denn der eigentlich hier? Der hat Schaltung, Technik, das ist alles zum Herstellen, ne? Das ist zum Upgraden deiner Anzüge zum Beispiel. Ich habe 2,5 Millionen Credits. Ah, sehr cool, sehr gut. Ja, immerhin etwas, ja. Sie brauchen Geld? Sie müssten dafür allerdings. Sie müssen das Gesetz beugen. Gibt es hier irgendwas zu kaufen hier auf der Station, ne? Doch, folgen mir. Da ist ah, es. Ah, schau mal. Ich führe Qualitätswaffen. Wenn Ihnen was gefällt, sagen Sie es mir. Und in Anarchiesystemen, da kannst du, nur da kannst du Ear-Breaches kaufen, ne, um Schlösser zu knacken. Kannst du nur hier kaufen. Ah, hier, dann kriege ich zum Beispiel Merrick für den A-Cutter. Das ist natürlich geil. 150.000 kostet der nur. Das wäre natürlich klug, wenn ich mir den kaufen würde. Genetik-Sammler ist natürlich dann der Artemis. Und hier gibt es auch bessere Versionen, gell? Artemis 2, 750.000. Ja, also ich würde die halt... Oder? Was ist das hier? Warte mal. Das ist wahrscheinlich, genau, das sind dann... Die haben auch mehr Schilde, ne? Und du hast einen Upgrade-Slot mehr bei den höheren Rängen. Das heißt, die Ingenieure können dann 2 zusätzliche Minuten einbauen. Ja, ich vergleiche gerade nochmal. 2 Premiere, eine. Ich brauche halt den A-Cutter. Ja, der Maverick ist bei Bergungsarbeiten unverzichtbar. Genau. Man kann ihm viel mehr tragen und der A-Cutter schneidet sich durch fast alles. Genau, Sie der A-Cutter. Den Anzug in ihrer Konfiguration ausrüsten. Perfekt. Sicher. Waffen kaufen. Dann machen wir nämlich erstmal das hier. Antico-Oppressor, Primärfahrgewehr. Distanzgewehr. Schrotflinte. Der Oppressor, ha? Huh? Sie halten sich wohl gerne alle Optionen offen. Natürlich. Sicher. Ah.
Waffenplan, ach ja, stimmt, genau, Waffenplan habe ich ihm verkauft. Ionisiertes Gas, Herstellungsanweisung, chemische Superbas, Mikroelektrode. 5 Stück. Zum Beispiel, das sind jetzt nur, damit ich den aufrüsten kann. Da muss man in Zukunft drauf achten, wenn ich Sachen... Genau. Waffenkosmetik, Waffenkosmetik war mit Arx. Ja, natürlich. Aber ich habe... Gut, die Sache ist die, ob das halt wirklich sein muss, ist immer so eine Frage. Nee, du hast ja auch schon was gekauft und scheinbar gibt es da ja einen Bedarf für. Ich habe nie was gekauft. Doch. Wie kommst du da drauf? Du hast doch schon mal Arx gekauft. Hast du das sogar gesagt? Sicher? Ja, ja, du hast doch damals irgendwie deine Eagle Upgrade gemacht. Ach, scheiße, er weiß es noch. Ja, klar weiß ich das noch. Das macht ja auch nichts. Ich meine, das ist ja nicht verwerflich oder so. Scheinbar wolltest du das haben. Mein Gott, das ist doch egal. Ja, weil diese Lackierung halt so geil. Jetzt frage ich, weißt du, was mich bis seitdem frage, seit dem letzten Jahr, habe ich diese Lackierungen noch oder muss ich die jetzt jedes Mal neu kaufen? Das ist eine gute Frage. Boah, das wäre so mies, wenn du dir vielleicht kannst. Nee, das glaube ich nicht. Das stimmt. Das wäre richtig Abzocke, wäre das. Nee, das glaube ich aber nicht. Ich denke, das kannst du noch benutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Könnte ich da nicht die Sidewinder? Ich weiß gar nicht, war das eine Lackierung, die war extra für die Eagle oder kann ich auch für Sidewinder? Das wüsste ich. Ich glaube, es gibt, also ich hab Lackierungen, wobei ich die nicht gekauft habe. Ich bin der Lifetime-Bäcker. Also ich habe damals 120 Euro bezahlt in das Projekt. Ja. Dadurch kriegst du immer so Boni. Also ich habe auch mal so Skins geschenkt gekriegt. Und die waren schiffsgebunden. Okay. Ja gut, mein Lieber. Dann mache ich jetzt mal hier Schluss mit der Folge, ja? Klar. Dann hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, hat Spaß gemacht. Werden wir in Zukunft bestimmt nochmal was machen, wenn ich ein bisschen jetzt was aufgebaut habe. Wenn ich ein besseres Schiff habe, dann fliegen wir in Zukunft nochmal. Dann gehen wir vielleicht mal ein paar Kämpfe suchen, zusammen irgendwie eine Station plündern und dann die NPCs töten. Das wäre eine coole Idee. Das wäre richtig geil, da hätte ich auch mega Bock drauf. Ja. Ich denke auch, wenn man vielleicht sogar mit 2 SAVs oder so, können wir uns auch was einfallen lassen. Oder mit einem Bomberschiff. Genau, also mit so einem Billigschiff. Muss ja nichts Teures sein. Einfach eine Eagle nehmen oder so und dann einfach Raketenlauncher und einmal rüberfliegen und die bombardieren. Und wenn die kaputt geht, das Schiff ist ja Wurst. Genau, du zitterst. Ich zitter? Ja, du zitterst gerade so. Man sitzt da. Ja. Keine Ahnung. Du auch. Das liegt an der Brille. Genau, meine Brille. Okay. Brille. Okay, Tron hat Spaß gemacht. Ja, dann Tron-Zuschauer, macht's gut. Tschüss. Mach's gut, ciao, ciao.